Ganz herzlich willkommen zum ersten Plenum des Jahres 2015 hier bei DonauTV. Nach den Klausuren und nach, wie man hört, erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen mit Schlips. Und bereits unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und die des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Ich war ja selbst schon einige Jahre im Medienrat, die privaten Rundfunk- und Fernsehanstalten mitkontrollieren. Der Rundfunkrat beim Bayerischen Rundfunk ist ja analog mitorganisiert. Da ist der politische Kreis eigentlich der kleinste Bereich. Da sind viele relevante gesellschaftliche Gruppen dabei, von der Jugendarbeit über die Kirchen, Gewerkschaften, Naturschutzverbände, Erwachsenenbildung und. Ich denke, dass das insgesamt jetzt ausreichend organisiert ist. Da hat die Politik keine Dominanz. Von daher denke ich, sind die Kontrollmechanismen und Kontrollgremien insgesamt gut und richtig aufgestellt. Ich denke, wir müssen wirklich auch dafür sorgen, dass einfach auch in diesen Räten die Gesellschaft repräsentiert ist. Also es sind deutlich zu wenig Frauen drin. Es kennen auch Menschen mit anderen Handicaps dazu. Also Inklusion, finde ich, soll eben nicht nur geredet werden, sondern auch gelebt werden. Und da war eben der Rundfunkrat auch ein gutes Beispiel dafür. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Neben einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugutekommt. Die häusliche Pflege ist sehr wichtig, denn viele Pflegebedürftige wollen ja in dieser Situation gerade auch zu Hause bleiben. Viele Familienangehörige leisten ungeheures Positives, Menschliches, aber natürlich auch Belastendes. Und deshalb müssen wir sorgen, dass das weiter unterstützt wird, zum Beispiel auch dadurch, dass es ambulante Dienste gibt, die also zur Seite stehen den Familienangehörigen. Ja, wir haben ja das Pflegestärkungsgesetz auf Bundesebene Ende letzten Jahres verabschiedet und da sind ja schon einige Maßnahmen eben auch drinnen. Also der Schlüssel wird ja erhöht, also es sind mehr Pflegekräfte in den Pflegeheimen und damit ist eben auch möglich, dass man zum Beispiel die Angehörigen bei der Tagespflege oder Nachtpflege entlastet. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag hier bei DonauTV. Liebe Zuschauer, wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder zu Plenum TV. Bis dahin, Servus.